Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3. Ich bin jetzt nochmal beim Boss-Gegner und ich habe ganz fleißig wieder trainiert. Natürlich nur so weit, dass ich zumindest jetzt ein Part Final Fantasy gestern habe ausfallen lassen, um ein bisschen zu trainieren, weil mir geht die Zeit natürlich flöten. Ich muss ja auch mal regelmäßig aufnehmen. Und dementsprechend hoffe ich, dass es jetzt ausreicht. So, ich bin zumindest mit einem so über 500 HP und so. Ich denke, das ist ganz gut. Ich habe auch schon gesehen gehabt, dass man den Kampf eigentlich schaffen kann. Eigentlich könnte ich Ark jetzt auch nochmal als Schwarzmagier machen, habe jetzt aber versucht, mit ihm halt zu trainieren als Weißmagier und versuche es so nochmal. Es kann natürlich sein, dass ich wieder sterbe, dann versuche ich es aber nochmal. Irgendwann werde ich es bestimmt schaffen, wenn auch auf dem letzten Drücker. Ich probiere es jedenfalls aus, wünscht mir viel Glück und ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Nahaha, Kraft des Feuers, bla bla, bla bla, Angriff. Ich habe auch die Formation geändert gehabt. Ich hoffe, dass das auch noch hilft. Mit vorne und hinten und was weiß ich. So, wir machen natürlich Aisra. Du benutzt sofort am Anfang dein Item. Und zwar nicht den Blitzschaden, sondern immer schön das Eiszeug. Aber ich meine, davon haben wir jetzt... Genau, wir haben nur 3 Stück. Machen wir trotzdem. Er hat 2 Eisschwerter von mir in die Hand bekommen. Er greift direkt so an. Und du heilst, egal was ist. Kann aber natürlich sein, dass das direkt am Anfang jetzt kommt. Bringt mir das überhaupt irgendwas? Wie wäre es, wenn du auch einfach das Item machst? Genau. Dann machst du auch an Arktiswind. Das war jetzt nicht so viel Schaden. Ja, da war er schon besser. Das hat wohl auch damit was zu tun, dass er Magier ist. Da soll das wohl besser wirken. Das war auch gut. So, du machst natürlich nochmal Aisra. Du machst, ja, was machst du diesmal? Du benutzt eine High-Portion, weil ich sehe, dass du nicht so viel Schaden machst. Deswegen wenden wir die direkt an auf Ark. Du greifst direkt so an. Und du machst nochmal Antarktis-Wind. Das hat anscheinend gut geholfen. Nochmal bitte nicht auf ihn. Okay, er macht nochmal auf ihn. Dafür kriegst du was zurück. Zwar nicht viel, aber... immerhin. Und nochmal bitte, Aisra. Du machst sofort eine High-Portion auf ihn. Du greifst wieder. Du machst mal Ausfall. Soll ich das Risiko eingehen? Ne, ich mach mal Normalangriff. Und du machst mal Vitra. Oder? Ne, wir machen mal Vita auf Luneth. Damit die immer möglichst oben bleiben. Natürlich gehe ich so mal das Risiko ein. Ja, super. Ganz toll. Kannst du das nicht ein bisschen schneller machen, Refia? Echt. Jetzt muss ich wieder meine Phönixfeder opfern. Und das nervt jetzt total. Aisra. Und das geht schon wieder nicht mehr. Das macht nichts. Dann nehmen wir jetzt mal das letzte Ding hier. Ist das eigentlich auch... Nee, das ist Blitzschaden, Zeuszorn. Haben wir nicht noch einen? Ich hatte doch noch einen. Bin ich schon vorbei wieder? Bin ich schon wieder vorbei? Ich dachte, wir hätten noch einen Arktiswind. Zorn schlagen mit Holzfeilen mit Regeln. Panzerhelm, wieso sind hier eigentlich ganze Rüstungen immer mit drin? Ich dachte, wir hätten noch einen. Wir hatten noch 3. Habe ich schon 3 verballert? Hä? Hä?
Das ist ja komisch. Ja, gut. Dann weiß ich auch nicht. Dann machst du normal Eis. Dann machst du mal normal Eis. Du erweckst den anderen wieder. Ich in der Hoffnung, dass das klappt. Ja, dann greifst du mal normal an. Aber er wird bestimmt voll draufhauen jetzt. Ich weiß es ganz genau. Er haut bestimmt wieder voll auf Ark drauf. Nee, er macht es sogar auf Ingus. Mach's nochmal auf dem anderen. Oh oh, Feueratem. Nicht gut. Das. Und auch gut, auf Ingus. Ja, ist in Ordnung. Nein, er hat's auf alle gemacht. Scheiße. So ein Dreck. Ich hab's geschafft! Wuhu! Aber Ark ist leider tot. Manu, ich hätte ihn gerne lebendig gehabt, damit er richtig schön Erfahrungspunkte kassiert. Naja. 3700 Gil. Erfahrungspunkte. Ja, super. Warum ist Ark tot? Das ärgert mich. Ich will, dass er lebt. Menno. Du hast Gutsko besiegt. Du erhältst die Hörner des Eises. Es wurde ja auch mal Zeit, dass wir den Arsch besiegen. So schwer war das eigentlich gar nicht, aber der Feueratem, der killt einen natürlich, wenn man dann auch noch niedrige HP hat. Das muss der Feuerkristall sein. Krieger des Lichts. Ich werde euch mit dem Licht meiner ewigen Flamme segnen. Bringer des Gleichgewichts. Ihr müsst das Licht der Hoffnung, das diese Welt verließ, wiederherstellen. Du wurdest von der Kraft des Feuers erfüllt. Tü-tü. Yeah. Eine Errungenschaft bekommen. Aber wie gesagt, ich ärgere mich, dass Ark tot ist. Das hätte man auch noch hinkriegen können. Hätte ich es ein drittes Mal gemacht, dann hätte ich den natürlich hingekriegt. Dass er lebt. Dass alle leben am Ende. Das wäre mein Ziel gewesen. So, da können wir nicht hin, oder? Wir sind erfüllt worden. Der schwebt da halt weiter so rum. Was sollen wir mit dem auch klauen? So einen Edelstein, den verkaufe ich. So, dann gehen wir mal raus hier, oder wie? Oder was? Das ist ja so cool. Wie, und das war's jetzt? Jawohl, jetzt haben wir nämlich noch mehr Berufsklassen, die wir nehmen können. Wir können zum Beispiel jetzt Waldläufer werden, wir können Geomant auch werden und Gelehrter. Das ist so dazugekommen. Noch irgendwas? Die anderen hatten wir doch vorher auch schon, ne? Ja. Ja, nee, Ritter ist dazugekommen. Krieger hatten wir vorher, Ritter ist es jetzt. Das finde ich ja total cool. Wir speichern mal erstmal. Ach ja, wir haben den Kampf geschafft. Das ist super. Und da wir diese komischen Steine jetzt haben, bringen wir die natürlich in dieses Zwergendorf zurück. So, da freuen sich die Zwerge bestimmt ganz... Jawoll! Und wieder unsere heroische Musik. Krieger des Lichts, ihr seid zurück! Hab Dank, Krieger des Lichts! Komm, was sagst du dazu? Nochmals vielen Dank! Das ist für euch. Im Dorf Gisa findet ihr noch mehr davon. Zauberschlüssel erhalten. Mit einem Zauberschlüssel kann man verschlossene Türen öffnen, aber er zerbricht, wenn man ihn benutzt hat. Aha, also dann nur einmalig benutzbar. Und jetzt liegen die Dinger hier. Fehlt da aber nicht noch ein dritter? Oder wie ist das jetzt hier? Das Dorf Gisa ist voller wunderschöner Frauen. Es gibt sogar einen Kunstschlosser, der Zauberschlüssel herstellt. Krieger des Lichts, wusstet ihr, dass weit im Osten das Dorf Gisa auf einer Halbinsel liegt? Ja. Das wussten wir. Was sagst denn du jetzt dazu, dass wir hier, Krieger, Mönche, ja, aber ich bin ja jetzt noch nicht noch mehr. Ich dachte, er erzählt dazu den neuen Jobs was. Wie sieht die Gesundheit aus? Alles wieder tipptopp, so wie es zu sein hat. Nur, wie gesagt, leider hat Ark keine Erfahrungspunkte bekommen. Das ist vielleicht blöd. Der hätte es natürlich nötig gehabt. Eigentlich brauchen wir hier nichts mehr, oder? Ist ja alles tutti jetzt hier. Beide Hörner sind zurück. Hip, hip, hi ho. Na,
Tralala, ich meine Hi-Ho. Achso, die dürfen nur Hi-Ho sagen. Die dürfen nicht trällern. Vielleicht haben wir auch neue... Ja. Na? Die Kinder sind in Gefahr. Schlechte Neuigkeiten. Die Kinder sind von ihrer letzten Erkundung nicht zurückgekehrt. Wir haben sie so weit weg von Ur gesucht, wie wir uns trauten. Aber sie haben... Uns trauten haben sie aber nicht gefunden. Oh, jetzt müssen wir aber mal zurück hier. Da ist ja anscheinend... Wer kommt denn jetzt? Das ist ein bisschen Panne, der Typ. Oder ist er einfach nur schlapp? Dem ist bestimmt was passiert. Krieger des Lichts, Ntoko braucht eure Hilfe. Mrefir, was ist los? Geht's dir nicht gut? Unser Dorf, wir besaßen nichts mehr, was sie uns nehmen konnten. Sie werden Tokul niederbrennen. Bitte, müsst sie aufhalten. Was haben sie getan? Hein kann seinen Schwachpunkt wechseln. Nur ein Gelehrter hat die Kraft, durch seine Verkleidung hindurchzusehen. Okay, dann müssen wir da natürlich hin. Das ist ja furchtbar. Tokul. Ich muss überlegen, wie ich da überhaupt wieder hinkomme. Wir sind hier irgendwie entlang gepaddelt. Einfach mal wieder so rechts runter, ne? Genau, hier ist der Turm. Das war auf jeden Fall da eher so südlich. Wir hatten auch das mit diesem Feenkram noch gar nicht erledigt. Von daher würde es mich nicht wundern. Eigentlich kann er jetzt auch wieder Schwarzmagier werden. Weißmagier brauchen wir jetzt eigentlich gerade erstmal nicht mehr. Das Vieh, das machen wir so platt. Das sieht einfach nur so böse aus, ist aber voll harmlos. Tschüss. Jawohl, Berufsstaffe von Urk gestiegen. Ja, dann ändere ich die Berufe jetzt mal. Und wie machen wir das denn jetzt mal? Jetzt bin ich ja gespannt. Also, ich werde mich bestimmt noch wieder tausendmal umentscheiden. Fangen wir mal wieder mit Ark an. Eigentlich wollte ich den ursprünglich zu einem Waldläufer machen, aber wenn wir einen Gelehrten brauchen, dann muss er ja der Gelehrte werden, oder? Wollen wir ihn zum Gelehrten mal machen, oder was? Ich wollte immer, dass er von Anfang an eigentlich mit Bogen kämpft. Da hatte ich immer Lust zu, dass ihr auf jeden Fall einen Waldläufer auch habt. Wir könnten halt höchstens den Krieger zum Waldläufer machen. Aber er ist halt auch gut. Ingus war jetzt eigentlich richtig gut mit seinen Schwertern so. Denn passt ja auch gut, dass er Ritter ist. Und was ist ein Geomant? Ich mach mal hier Dingens zum... Ich will einfach nur mal wissen, was es heißt, wenn er hier Gelehrter wird. Jetzt sieht er total intelligent aus. Beruf. Sie könnte natürlich ein Mönch bleiben oder sie wird eine Waldläuferin. Das ist natürlich auch eine Idee, dass ich dann sie dazu mache. Ich weiß gerade nicht, was ein Geomant ist. Ja, das ist auch lustig. Jetzt ist sie eine Waldläuferin. Eigentlich fand ich sie optisch cooler als, Mönch. Aber weiß auch nicht, wie ich das so... Gut, dann wirst du jetzt mal Ritter. Und jetzt haben wir aber gar keinen Magier mehr, ne? Das ist ja auch doof. Und er bleibt dann einfach Rotmagier hier, eigentlich unser Protagonist. Das ist ja auch, wäre auch gut, wenn er ein Ritter wäre. Ach, ist das schwierig. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was ein Geomant ist. Der hat irgendwie was damit zu tun, Zufallsgeschichten machen zu können. Der kann auch irgendwie aus Items Tränke herstellen oder sowas. Ich weiß nicht, wie stark der Geomant ist. Es ist mir ein bisschen... Ja, ich will einfach nur mal wissen... Ach, weiß auch nicht. Ich mach das gerade mal so ganz spontan. Du brauchst dann ja eigentlich mal einen Bogen... Killerbogen, Großbogen, was ist denn besser? Wir haben hier einmal Angriff 18, ja, das ist ja wohl der dann. Dann kriegst du noch ein paar Eisenpfeile in die Hand. Und dann kannst du einen
Abwehr 4, Abwehr 10, Abwehr 6, das ist wohl dann der Eishelm, den du kriegst. Abwehr 10, 21, 18, das ist der Flammenpanzer. Und die haben ja jetzt alle nämlich nichts mehr an. Das ist immer so, wenn man die Berufe wechselt. Abwehr 4, Abwehr 6, Panzerhelm, 10, 18, Panzerrüstung und die Dinger. Dann kriegst du wahrscheinlich wieder ein Schwert in die Hand. Angriff 18, das ist Tilefing. Und eine Feuerklinge gebe ich dir diesmal. Du hast gar nichts in der Hand, oder was? Du kriegst einen Lederhut. Toll. Bist ja richtig gut ausgerüstet als Gelehrter. Ja. Ich denke, das ist eigentlich okay so. Bei ihnen hat sich ja nichts geändert. Ja, ich speichere mal. Was auch immer das heißt jetzt. Ich werde bestimmt die Berufe noch ändern. Das ist jetzt wirklich nur so, um einfach mal reinzugucken, was es so gibt an Möglichkeiten. Ach, hier seht ihr mal so ein Wasserpony. Gegen das habe ich auch schon öfters gekämpft gehabt. Aber ihr habt es noch nicht gesehen. Beschuss. Magie. Nee, das brauchst du ja nicht. Du bist jetzt ein Ritter immer noch. Du machst normalen Angriff. Und was heißt jetzt bei ihm normaler Angriff? Magie. Der kann jetzt beides. Der kann Weißmagie und Schwarzmagie. Das ist natürlich gar nicht mal schlecht für Ark, finde ich. Das war so das, was ich eigentlich für Ark auch gut finde. So natürlich jetzt über das Spielgeschehen. Eigentlich, wie gesagt, wollte ich immer, dass er ein Bogenschießer wird. Aber jetzt, wo wir immer so ihn als Schwarz- und Weißmagier eingesetzt haben, ist das natürlich so die Mischung aus beidem, ne? Machen wir mal Feuer auf das Vieh. Eigentlich gar nicht schlecht. Wie gesagt, ihr dürft mir auch immer gerne Vorschläge reinposten, wen ihr für was gut finden würdet. Ich kann zwar nicht jedem Wunsch gerecht werden, so, aber ich lese es mir auf jeden Fall durch und lasse mich inspirieren davon. So, da war Torkul nicht. Das war ja noch weiter unten. Und weiter westlich muss ich mal hin. Es ist gar nicht schlecht, wenn die hier immer mal so ein bisschen rumkämpfen. Angriff. Angriff. Magie. Blitz. Weil die müssen ja auch trainieren. So trainieren sie zumindest schon mal auf deren Berufsgruppen, die sie jetzt haben. Super. So, müssen wir mal ein bisschen mehr dahin steuern. Genau. Und wir mal hier so in diese Ecke kommen. Ich glaube, jetzt sind wir gleich da. Hier ist nämlich die Wüste, genau. Da sind wir schon. Ich glaube, das ist doch Torkul gewesen, oder? Ich hoffe es. Ich speichere hier mal an der Stelle. So. Wir wissen ja nicht, was uns erwartet. Oder war das das falsche Dorf? Nee, das ist das richtige anscheinend. Du kannst dich nicht bewegen. Hey, was geht hier vor sich? Was hat das zu bedeuten? Schnappt sie euch! Oh oh. Nehmt sie mit nach Schloss Hain. Sie werden ein paar gute Sklaven abgeben. Oh, wo sind wir? Sie haben uns eingesperrt. Lasst uns am besten die Umgebung erkunden. Na super, und wer ist das? Dieses Schloss ist der ältesten Baum aus dem lebenden Wald. Hain hat ihn behext und Gänge und Räume in seinen Stamm geschnitzt. Ach, jetzt sind wir da, wo wir vorher hin wollten, aber nicht konnten. Und hier kommen wir natürlich nicht raus, dann, oh. Hallo? Ich bin König Argus. Ich herrsche über das Land nördlich der Wüste. Allerdings bin ich König über ein verlassenes Königreich, denn Hain hat meine Soldaten behext und lässt sie als seine Schergen agieren. Ich habe ihm vertraut. Sein Verrat kann nicht ungestraft bleiben. Eure Majestät, seid ihr in Ordnung? Es geht mir gut, aber ich muss euch um einen Gefallen bitten. Ihr müsst Hain besiegen. Hain war König Argus' zuverlässigster Berater, aber er wurde von der Dunkelheit verdorben, nachdem die Erde bebte. Hain hat das königliche Schwert von König Argus hier irgendwo versteckt.
Rein wurde von der Dunkelheit verdorben und hat große Macht von ihr erhalten und trotzdem verlangt es ihn nach mehr. Ihr wollt Rein besiegen, sagt ihr? Das ist ja interessant. Dann müsst ihr jetzt sterben. Was? Ich hab doch gar nicht... Kann ich denn... Oder... Ach, ich kann sogar. Ich kann sogar. Ja, dann mach mal. Mach mal einfach. Ihr macht einfach mal alle, ne? Wieso kannst du das nicht machen? Menno. Yo, Beschuss, aber 143 nur. Unsere Leute sind natürlich jetzt nicht gut ausgebildet. Die sind ja gerade erst dazu geworden. Zu den Berufen. Die machen ja kaum Schaden. Ach, den haben wir doch hingekriegt. Ich dachte, das wäre jetzt voll der schlimme Gegner oder so. Ja, dann, ist ja schön. Wahrscheinlich werden wir mehrere dieser Kämpfe haben. Oh. Schrumpft euch hiermit. Ich kann das im Moment sowieso nicht gebrauchen. In der Ecke rechts ist ein kleines Loch zu finden. Viel Glück. Den Zauberwicht erhalten. Oh. Vollkommen wiederhergestellt. Ach, wie cool. Das ist ja, lustig, ja? Wenn wir doch nur durch dieses Loch passen würden. Es ist viel zu klein. Dort können wir uns nur hineinzwängen, wenn wir uns schrumpfen. Ja, aber wir können uns doch schrumpfen, hat er doch gerade gesagt. Tülü. Und natürlich machen wir uns jetzt sofort wieder groß. Ich bin ja nicht bescheuert. So. Ich weiß gar nicht, was hier auf uns zukommt. Das ist bestimmt voll gefährlich hier und meine Leute sind überhaupt nicht. Was ist das denn für ein kreiselndes Auge? Ich kann nicht wegsehen, es hypnotisiert mich. Starrer Blick. Versteinert mich das oder schläfert mich das nur ein? Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall tot. So, wer ist dran? Du. Du machst mal Feuer. Angriff. Angriff. Und du schläfst. Und das Ding kann sogar zaubern. Ach nee, ich bin das. Ach so, ich dachte, das Ding zaubert jetzt Feuer. Die Mumie. Berufsstufe von Nunes ist gestiegen. Das ist ja wunderbar. So, Leute, ich muss hier einen Cut aber leider machen, denn der Part ist zu Ende. Ist auf jeden Fall spannend hier in diesem Baum. Ich hoffe, ich werde es überleben. Bis zum nächsten Part. Bis dann.